Arterien reinigen mit Hausmitteln, hier bei Beauty Panel. Wir erzählen euch, mit welchen Hausmitteln Arterien gereinigt werden können. B-Vitamine reinigen ihre Arterien. Ein wichtiges Nahrungsergänzungsmittel, um die Arterien zu reinigen, ist der Vitamin B-Komplex. In einer randomisierten Doppelblindstudie von 2005, die im Fachmagazin Atherosklerosis veröffentlicht wurde, entdeckte man, dass die Einnahme von 2,5 Milligramm Folsäure, 25 Milligramm Vitamin B6 und 0,5 Milligramm Vitamin B12 über ein Jahr hinweg zu einer signifikanten Verringerung der Dicke der Blutgefäßwände führte. Knoblauch baut Ablagerungen in den Arterien ab. Knoblauch ist ein sehr bekanntes Hausmittel in Sachen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Schon lange werden Knoblauchkapseln gegen einen zu hohen Cholesterin- oder Blutfettspiegel und zur Vorbeugung von Arteriosklerose empfohlen. Auch zur Blutdrucksenkung und Blutverdünnung nehmen viele Menschen Knoblauch ein. Verschiedene Untersuchungen weisen aber auch darauf hin, dass Knoblauch bereits bestehende Ablagerungen in den Blutgefäßen abbauen helfen kann. Fermentierter Kohl wie Sauerkraut oder auch Kimchi, eine Art koreanisches Sauerkraut, könnte sich ebenfalls positiv auf die Arteriengesundheit auswirken. In einer Studie hatte sich am Tiermodell gezeigt, dass Kimchi die Bildung arteriosklerotischer Ablagerungen stoppen konnte. Auch konnte Kimchi toxische Chemikalien abbauen, die andernfalls schädliche Auswirkungen auf den Organismus gehabt hätten. Kurkumin ist der Wirkstoffkomplex aus Kurkuma, Gelbwurz, dem gelben Bestandteil der bekannten Curry-Gewürzmischung. Auch Kurkumin gilt als wichtiger Stoff in Sachen Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In über 30 Studien zeigte sich bereits das herzschützende Potenzial der gelben Wurzel. In Tierstudien hemmte Kurkumin die Bildung von Ablagerungen in den Arterien bzw. die Verdickung der Arterienwände, zum Beispiel in einer Untersuchung aus dem Jahr 2006. Die Einnahme von 200 Milligramm Kurkumin führte zu einer deutlichen Verbesserung der Gefäßfunktionen, so dass sich die Gefäße wieder besser weiten und das Blut leichter fließen konnte, aber auch die 50 Milligramm Kurkumin verbesserten die Gefäßfunktionen im Vergleich zum Placebo-Präparat, nur nicht so stark wie 200 Milligramm. Zum Einsatz kam ein wasserlösliches Kurkuminpräparat, das eine höhere Bioverfügbarkeit als die üblichen Kurkuminpräparate aufweist, so dass auch niedrigere Dosen wirksam waren. Normalerweise nimmt man von den fettlöslichen Kurkuminpräparaten täglich 2000 Milligramm. Sesam ist ein Lebensmittel, das in unseren Breiten ein Schattendasein führt. Vielleicht finden sich die kleinen Samen auf dem einen oder anderen Brötchen, aber nur wenige verwenden Sesam regelmäßig in der Küche, etwa als Tahini. Sesammus, das sich wunderbar für Soßen, Dressings, Hummus, Smoothies und vieles mehr eignet. Schon in einer Studie von 2013 zeigte sich, dass sich eine Kniearthrose bessert, wenn man täglich 40 Gramm Sesam isst. Natokinase gilt als nebenwirkungsfreier und natürlicher Blutverdünner. Das Enzym stammt aus Natto, einer Speise aus Japan, die aus fermentierten Sojabohnen besteht. Pulverisiert und in Kapseln abgefüllt, ist Natokinase längst als Nahrungsergänzungsmittel erhältlich. Wir hoffen, wir konnten euch eure Fragen beantworten. Über ein Abo und ein Like würden wir uns freuen. Bis zum nächsten Mal bei Beauty Panel.